Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Und heute kämpfen wir gegen den Bären. Oh Gott, ich bin gerade erst ins Spiel reingegangen, deswegen leckt das noch ein bisschen. Hey, so. Ich hoffe, das war's jetzt, ne? Ah. Komm her, Bär. Oh, ich habe mir vergessen, Heilung herzustellen. Oh mein Gott. Was ist denn das so laggy? Ein brennender Bär. Ich glaube, ich habe es noch schlimmer gemacht, oder? Der rollt sich einfach raus. Holy. Bitteschön. Okay, das Spiel hat sich wieder normalisiert. Oh Gott, nein, 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 nein. Ich muss mit meiner Heilung aufpassen. Oh Gott, der ist immer noch hinter mir her. Oh! Bitte stirb einfach. Oh, jetzt kommt er angestürmt. Stirb halt. Bitte. Wie viel hältst du denn aus? Muss Kurven schlagen, muss Kurven schlagen. Oh Gott, jetzt kommt er mitten durch. Ich mag den Bären nicht. Ich mag ihn nicht. Ich habe keine Molotovs mehr. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ist klar. Scheiße, Mann. Oh! Oh, 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 oh. Haut er jetzt ab? Einmal in den Arsch geschossen. Der haut ab. Ich glaube, der haut jetzt. Oh. Oh! Oh, was ist hier los? Ich dachte, komm jetzt aus dem Boden raus. Der ist einfach verduftet. Nein, wieso bist du nicht gestorben? Ach komm, der muss ja wohl tot sein. So tief, wie das hier runtergeht. Oh, ich hoffe, das Lag ist jetzt vorbei. Ja, Seil brauche ich trotzdem. Das hätte es beim letzten Mal schon schneller machen können, ganz ehrlich. Meine Fresse. Ich bin so froh. Hallo? Keine Sorge.
Ja. Was für eine Aufzeichnung? Hier ist doch irgendwie so ein Funkgerät. Hä? Hallo, das ist eine Nachricht. Was ist denn das Spiel so laggy? Check's nicht. Ich schließe mal Firefox noch. Firefox. Chrome, meine ich. So, vielleicht hilft das ja. Eine Werkbank. Sauber. Aber du hast ja wohl ein Aufnahmegerät. Das, normalerweise kann man die auch abspielen. So, ich brauche ein Automatikgewehr. Für den Bären. Am besten irgendwas richtig Heftiges. Ah, ich habe keine Auswahl an Waffen. Stimmt. Ich habe nicht groß die Wahl. Ach, Scheiße. Oh, hätte ich das gewusst. Na, das bringt mir alles hier herzlich wenig. Infrarot brauche ich auch nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Gegen den Bären hilft eigentlich nicht viel, ne? So eine Scheiße. Machen wir doch mal ein paar mehr Pfeile ran. Wenn es gegen den Bären geht, bin ich froh, wenn ich alles habe, was ich brauche. Soll ich noch Munition basteln? Also ein bisschen Heilung. Pfeile habe ich noch genug? Ja, mehr als genug. Handgranaten. Scheiße. Keine Molotows. Mist, ich muss mehr von diesem Zeug finden. Was hat das jetzt mir gebracht, hier zu sein? Ich könnte jetzt den Weg des Bären gehen, ne? Rein theoretisch. Oder ich gehe hier entlang. Das geht auch. Stehen bleiben, Streuner! So sehen wir uns also wieder. Ich wette allerdings, dass du nicht mehr weißt, wer dich aus dem Wasser gefischt hat. Ich heiße im Übrigen Olga. Du meinst Sido. Warst du das etwa, der gegen den Gebieter des Waldes gekämpft hat? Wahnsinn. Unsere Jäger haben sich schon seit Jahren von ihm ferngehalten. Verdammt. Entschuldigung, Lehrmeister. Das Schloss ist völlig verrostet. Dein Freund Aljoscha ist bereits am Damm. Er sagte, euer Oberst würde nicht warten. Du hast also nicht viel Zeit. Tut mir leid, ich kann dich nicht dorthin bringen. Bei der heutigen Ratssitzung haben die Piraten beschlossen, euren Zug anzugreifen. Dabei durften sie den Rat ohne mich nicht einmal einberufen. Und jetzt liegt es mal wieder an mir, das zu regeln. Aber ich habe noch ein paar Minuten, um dir den Weg zu erklären. Du brauchst ein Boot, um zum Damm zu kommen. Und unsere Piraten haben alle Boote in ihrem Sumpflager. Sie geben nur ungern etwas her. Allerdings ist das auch kein Grund anzugreifen. Niemand möchte, dass Blut vergossen wird. Bleib also einfach außer Sichtweite. Nimm die Straße zur Barrikade, geh weiter bis zum Sumpf und such die Anlegestelle. Dort hatten Aljoscha und ich das Boot genommen. Möge der Lehrmeister es mir verzeihen. Ein paar liegen da noch, aber sei vorsichtig. Also gut, Streuner, pass auf dich auf. Ich hoffe sehr, es war kein Fehler, euch zu helfen. Bestell Aljoscha einen Gruß von mir. Oh. Ich bleibe noch etwas hier, um mich um das Grab des Lehrmeisters zu kümmern. Ja, ich wollte gerade sagen, Opfergaben, ja. Kann ich hier irgendwas noch abspielen? Du möchtest dich etwas ausruhen, bevor du losziehst? Eine gute Idee. Nö. Ich will dein Band hören. Und ich komme hier gedanklich nicht weiter. Ja. Kaum hatte der Gebieter beschlossen, die Umgebung hier heimzusuchen, kamen keine Leute mehr her. Sie haben es allerdings auch nicht vergessen. Der Lehrmeister hat uns alle großgezogen, hat uns beigebracht, wie man im Wald überlebt. Ohne ihn wären wir schon längst alle tot. Die Mädchen kommen also täglich her. Die Jungs kommen auch manchmal.
Sogar Roman kommt zu Besuch, obwohl der Lehrmeister damals wegen ihm gegangen ist. Und dann ist er dem Bären begegnet. Die meisten von uns gingen den Fluss entlang und nur wenige waren zum Wachdienst im Lager geblieben. Als wir zurückkamen, war das Lager von Banditen überfallen worden. Der Gedanke an den Anblick tut noch immer weh. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Als wir und die jüngere Gruppe aufhörten zu heulen, begann der Lehrmeister, die Gräber ganz alleine zu graben. Von den älteren Jungs war nichts zu sehen. Also halfen wir dem Lehrmeister, unsere Leute zu beerdigen. Es war schon dunkel, als die Jungs zurückkamen und sich ans Lagerfeuer setzten. Roman war so blutverschmiert, dass man nur noch seine Augen und Zähne erkennen konnte. Dann fingen sie an zu reden. Den Spuren zu folgen war einfach gewesen. Die Banditen hatten sie nicht einmal verwischt. Und so hatten die Jungs einfach abgewartet, bis sie alle betrunken in ihrem Lager saßen und sie dann mit ihren Bögen erschossen. Anschließend hatte Roman die Verwundeten erstochen, als seien sie nur Rotwild. Der Lehrmeister saß einfach nur da und hörte zu. Ich weiß noch genau, wie sein Kinn zitterte. Und er sagte nichts. Gar nichts. Sie verstanden trotzdem, was er dachte. Am nächsten Morgen war er gegangen, zu dieser Kirche. Zuerst wollte er mit niemandem sprechen, aber wir Mädchen sahen immer wieder nach ihm, um ihm Bären zu bringen oder ihn um Rat zu bitten. Nach und nach sprach er dann doch mit uns. Trotzdem war er anders, so distanziert. Mit den älteren Jungs sprach er nie wieder. Er beantwortete allerdings ihre Briefe. Und uns übrigen, die wir ihn weiterhin besuchten, sagte er immer, dass wir ihr Gewissen sein müssten. Dass wir sie davon abhalten müssten, zu Monstern zu werden. Aber wie soll man so etwas machen? Und das war noch nicht alles. Sie begannen sich Piraten zu nennen und machten die überflutete Sägemühle zu ihrem Hauptquartier. Dann fingen sie an, Banditen an Pfähle zu hängen. Eines Tages erwischten sie etwa 10 Banditen lebendig und benutzten sie, um die Jungs einer Prüfung zu unterziehen. Sie sollten die Mistkerle töten. Von unseren Jungs machte das keiner. Daher wurden sie als Feiglinge bezeichnet und verbannt. Und so bildete sich dann die Gruppe der Pioniere. Natürlich haben sich inzwischen alle etwas beruhigt. Immerhin sprechen sie wieder miteinander. Aber damals konnten nur Judah und ich bei den Ratsversammlungen für den Lehrmeister sprechen. Ach so. Ich dachte, das wäre eine Fremdgruppe, aber anscheinend sind alle quasi aus dem Spross. Letzten Endes hielten Judah und ein paar Jungs es einfach nicht mehr aus und gingen. Ob sie wohl einen besseren Ort gefunden haben? Ich hoffe immer noch, Funksignale von ihnen zu empfangen. Oh, und da hinten geht's wieder zurück zum Schnee. Oh Gott. Ja. Der Lehrmeister hatte auch Hoffnung. Aber diese Hoffnung hielt nicht lange vor. Im Juli gingen sie. Und im September erschoss er sich selbst. Roman schien davon erfahren zu haben. Er wurde ruhiger. Und einige der älteren Jungs liefen zu den Pionieren über. Das Wichtigste ist immerhin, dass wir zusammenhalten. Und somit... Somit habe ich eine wichtige Stimme beim Rat, denn ich kann sie vermöbeln, wenn sie nicht hören. Und das nicht nur, weil sie keine Mädchen schlagen sollen. Ich rede hier von einem fairen Kampf. Und nur ein einziges Mal habe ich einen fairen Kampf verloren. Gegen Roman. Und selbst dabei habe ich ihm ein blaues Auge verpasst, das er eine Woche zur Schau tragen musste. Das hat mir seinen Respekt eingebracht. Den meisten Ärger hatte ich mit dem Admiral. Er war Romans rechte Hand, verließ die Sägemühle unter keinen Umständen. Er sagte immer, dass wir sie verteidigen müssten, wenn die Mutanten nicht das ganze Tal auffressen sollen. Aber die Strahlungswerte stiegen dort immer weiter an. Roman überprüfte es höchstpersönlich mit seinem Geigerzähler.
Bei einer Ratsversammlung ließen Roman und unsere Ausbilder dann alle gegen den Admiral abstimmen. Daraufhin bauten die Piraten am Ufer eine neue Festung, die zum Wohnen reichte. Der Admiral wollte davon nichts hören, also blieben er und seine loyalsten Lakaien in der Mühle. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Die Strahlung ist wirklich ernst zu nehmen. Der Lehrmeister hat uns nicht umsonst davor gewarnt. Und da der Admiral nun weg ist, gibt es niemanden mehr, der es wagt, sich im Rat gegen mich zu stellen. Ich werde sie heute Abend an die Leine legen. Keine Sorge. Ich brauche nur etwas Zeit, meine Gedanken zu sammeln. Politik ist wirklich nicht meine Welt. Du kannst dir gerne das Tagebuch des Lehrmeisters anhören. Er hat alles aufgezeichnet, als ob er es geahnt hätte. Ja, ich habe es vermutlich alles schon 100-mal gehört, aber trotzdem. Wir haben ihn im Stich gelassen. Und wie? Dass er sich selbst erschossen hat, finde ich ein bisschen radikal, ne? Das Funkgerät schweigt. Meine letzte Hoffnung, ihnen ein positives Ziel zu geben, sie aus dieser Sackgasse im Wald zu führen, war ein totaler Fehlschlag. Was habe ich falsch gemacht? Wie konnten diese großartigen, talentierten, aktiven, mutigen, ehrlichen und freundlichen Kinder, die aktiv Gerechtigkeit forderten, zu solchen Monstern werden? Klar, ich bin kein Pestalozzi, aber ich habe alles getan und sogar noch mehr. Ich habe ihnen meine Seele gegeben, mein Leben, und zu was hat das geführt? Zu einer abgeschotteten Gesellschaft, die nur Stärke respektiert und nicht weniger grausam ist als die Banditen, die sie bekämpft. Ja, einige von ihnen haben sich ihre Reinheit bewahrt, den schlechten Einfluss abgetan und sind letztendlich gegangen. Ich habe ihnen alles gegeben, was ich hatte. Und es waren nur so wenige. Die meisten haben sich geändert. Könnte es sein, dass die Menschheit in dieser Welt, in der selbst die harmlosesten sich in albtraumhafte Freaks verwandeln, einfach keine Zukunft hat? Worauf kann man da noch hoffen? Was bringt es überhaupt noch, darüber nachzudenken? Und dann hat er sich erschossen, ne? Tja, bei der Ratssitzung heute Abend werde ich alle daran erinnern, was der Lehrmeister am Ende gedacht hat. Denen werde ich gründlich den Marsch blasen. Ja, darf ich jetzt auch mal wieder reden? Hat der Lehrmeister uns alle gerettet, damit wir nur Leute angreifen? Ja, das Gespräch ist vorbei. Wir haben alles gehört. Also gut. Die redet immer noch weiter. Typisch Frau. Keiner mehr da und redet trotzdem. Was? Achso, da war ein Schild. Was? Wo war dein Schild? Ich hab's nicht mal gesehen. Hä? Ah, Schild. Willst du mich verarschen? Verarscht mich dieses Spiel gerade? Hier ist auf jeden Fall irgendwie jemand begraben. Ach da. Schild. Toljan, der Ausbilder, er starb, als er den Gebieter vom Lager fortführte. Na, ich sehe schon. Der Gebieter ist schon eine harte Nummer, ne? Kann ich verstehen. Tanja, die Ausbilderin, sie starb, als sie eine Gruppe Kinder vor den Wölfen beschützte. Ich hoffe, den Bären sehen wir nie wieder, aber ihr wisst ja, wer es ist. Den sehen wir 100% wieder. Ach Gott. So, wir sind jetzt wieder mitten in der Nacht. Was so viel bedeutet, wie dass wir zwar unauffälliger sind, aber hier überall Wölfe sind. Oh, guck mal, die kleinen Viecher gibt es hier auch noch. Sag mal, ist das nicht ein bisschen nervig mit den Dingern? Also ich empfinde das schon als sehr nervig. So, soll ich euch mal was sagen? Der Bär ist in diese Richtung geflohen. Ich fühle mich sehr sicher. Hier kann ich schlafen? Oh, neues Magazin. Was haben wir denn hier unten? Nur ein Pionier. Ah, aber grünes Zeug, das brauche ich.
So, und jetzt einfach hier runter. Ein Hoppelischen, alles gut. Nichts darf in meiner Nähe leben. Und ich wette, ich bereue es gleich, dass ich den Hasen erschossen habe, weil das Karma, es schlägt immer zurück. Was war das? Mir gefällt nicht, dass es da hinten leuchtet. Das sieht gefährlich aus. Ja, leck, leck, leck. Ja, danke, Spiel. Was ist denn los mit diesem Spiel? Dass es plötzlich nicht aufhört zu laggen. Ah, es waren nur Pilze. Machen jetzt den gleichen Fehler wie die Banditen und feiern da? Oh, ich glaube, ich wurde gesehen. Hä? Ich komme in Frieden. Ich wollte doch mich ergeben. Super, danke. Ich wollte nett sein. Ja, wollte ich wirklich nicht. BTF, greif mich einfach an. Die Schweine. Ja, Freunde, aber ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben heute ordentlich was gehört. Ein bisschen Hintergrundgeschichte. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es weitergeht, haut rein, euer Zero. Tschüss.